Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von Grandia. Nach gefühlten Monaten bin ich mal wieder in der Stimmung, etwas Neues Grandia aufzunehmen. Und ja, ich bin mal ehrlich gespannt, wie viele Parts daraus werden. So geht das. Wir sind hier im Lama-Gebirge. Vielleicht mal hier die Orientierungs... Wie ihr sehen könnt, ist es so ein bisschen mit so flohsartigen Fahrstühlen, die einen dann übers Gebirge transportieren. Und wir werden uns hier mal ein paar Viecher verknüpfen. Ich bin, glaube ich, den Viechern ein bisschen ausgewichen, weil ich im letzten Part sonst zu lange gebraucht hätte. Der Schlag hat ihn gleich mal aus der Reichweite transportiert. Galöns normaler Schlag hat auch nicht so viel abgezogen, wie jetzt gedacht, aber haben wir trotzdem geschafft. Draußen ist mittlerweile schon richtig winterlich. Also die Kälte ist mal echt fürchterlich. Ich hasse die Kälte. Und Frost schon mal gar nicht. Heute ist der, das müsste, glaube ich, der 18. sein heute. Sonntag, der 18. November. Montag hat mein Arbeitsplatz wegen so langjährigen Feiertag geschlossen. Da muss ich dann bis abends die Turnhalle sauber machen. Und ich habe ansonsten sozusagen verlängertes Wochenende, weil Freitag auch so ein langjähriger Feiertag war, wo die Stunde dann geschlossen hatte. Sagst es, Fina. Nicht schlecht. Ah ja, aber das Tolle ist ja, die nächsten Feiertage kommen erst wieder zu Weihnachten auf mich zu. Das heißt, bis dahin muss ich dann auch durchziehen. Wenn dann die Weihnachtsferien beginnen, dann habe ich auch Urlaub. Bis Neujahr. Die letzten Tage sozusagen. So, Fina, du stützt dich mal auf den. Also ich finde ja, diese Drachen haben viel mehr Ähnlichkeit mit Rochen. Zumindest so von hinten. Kann ich hier auf den Rochen tippen. Doink, doink. So, Fina, hier bin ich in den Sturm. Ja, Wollinge! Not bad, eh? Du sagst es. Echt cool, wie Sache. Da
Grandia ist ja mehr so ein Nebenprojekt nur von mir. Also kommt es einmal die Woche ein Part, weil. Naja. Wird halt nicht so geguckt, obwohl es eigentlich ein richtig schönes Spiel ist. Oh, die grüne Augen. Sehe ich gerade. Könnte noch irgendwelche Brillen sein. Mit so roten Bömmelchen. Wieso ein Stehaufmännchen so? Dummi! Irgendwie dauermüde, wenn es winterlich wird. Ah, die Teufel da muss man vornehmen. Wir hatten bis jetzt ja nur die Drache. Also ich meine, außer die Farbe hat sich da nicht viel getan. Von Flugdrachental da. Da gab es ja auch solche ähnlichen Viecher. Demnach sind die nicht sonderlich einfallsreich, wenn es ums neue Monster geht. Ja. Aber na gut, ich meine, ist ja auch im realen Leben so, dass zum Beispiel Affen von verschiedenen Gebieten sich unterscheiden. Und weiterentwickelt haben zu anderen Affenarten, die es dann nur in diesen Gebieten gibt. Zum Beispiel allein auf Madagaskar, was da an Tieren lebt, die nur dort zu finden ist und nirgendwo anders auf der Welt. Ja, da ist schon viel da zu erforschen. Was ich interessant finde, die Menschen fliegen zum Beispiel ins Weltall, um irgendwelche Planeten zu erforschen oder was der Geier was, und kennen die Erde noch nicht mal richtig. Allein was der Ozean noch für Geheimnisse birgt. Statt irgendwelche Geräte zu entwickeln, die den Umweltbedingungen im Weltall aushalten, sollten wir vielleicht mal vielleicht ein U-Boot schaffen, womit man unter Wasser leben könnte. Oder zum Beispiel auch sich mit Sauerstoff unter Wasser. Also, wenn man unter Wasser steht, bauen wollte, zum Beispiel, dass man da dann zum Beispiel aus dem Meereswasser den Sauerstoff gewinnen kann, dass man dort unten leben könnte. Oder vielleicht auch so große Anlagen baut, dass da unten Bäume gepflanzt werden könnten, die allerdings ja Sonne nicht brauchen. Und ab einer bestimmten Tiefe dringt das Licht ja nicht mehr bis da unten vor, aber sowas zum Beispiel, das wäre forschungswürdig, finde ich. Nicht irgendwelche Millionen ausgeben, um ins All zu fliegen, um irgendwelche Gesteinsproben vom Mars oder so zu sammeln. Oder Aufnahmen von irgendeinem Gasplaneten zu bekommen. Nö, die Erde ist doch viel interessanter. So. Hätten wir die Gruppe hier auch ausgeschaltet. Schützt die Erde. Das ist auch so ein Ding. Ah, dann haben wir einen Fahrstuhl, den ich mal benutze. Die Aktivierung ist immer so ein bisschen eigen. Ja. Oh, ein Schwert. Ein Schwert.
Ein schlechtes Schwert. Naja, kann man sicherlich Geld mitmachen. So. Jetzt bitte wieder zurück. Ruckel, ruckel, ruckel. So. Oh, ist das ein Hinterhalt? Ja. Das ist eindeutig ein Hinterhalt. 5 Minuten haben wir noch. Dann muss ich den nächsten Part machen. Finger halt mal nicht so. Kann gleich noch ihre Fähigkeit ein bisschen verbessern. So, Jessie benutzt hier die Feuersäule. Was immerhin 3 von 5 Monstern trifft. Und 1 sogar killt. So. Kümmert sich um Finas Aufheilung und och, Fina macht einfach mal Flammengeschoss. Jetzt geht's rund hier. Flammengeschoss abgeht da auf jeden Fall alles. Das war's für euch. Und ich finde es auch schön anzusehen. Oh, Feuer ist die Stufe höher. Cool. Das sehe ich natürlich auch immer gern. Not bad, eh? Ich möchte nochmal dazu sagen, bitte nicht wundern, wenn meine Parts, wie gesagt, nicht ganz jeden Tag rauskommen. Wenn ich zum Beispiel frei habe und nicht arbeiten muss, dann nutze ich natürlich lieber das Internet zum Spielen, statt jetzt irgendwas hochzuladen. Und ja, daher kommt am Wochenende meistens nichts, weil ich da dann halt online zocke. Und jo. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ist mir gerade entfallen. Also ich spiele eben Eternal im Moment sehr gerne, falls jemand das Spiel kennt. Ich habe früher Nostal viel gezockt, aber eben Eternal ist einfach mal grafisch und spieltechnisch viel besser gemacht. Da wurde jetzt letzten Donnerstag am 15. das neue Update mit Level 65 veröffentlicht. Das heißt, dass man da jetzt bis Level 65 kommen kann. Und es haben tatsächlich welche geschafft, am ersten Tag wirklich nicht wie auf Level 65 zu kommen. Also ist mir echt ein Rätsel, wie die das machen. Ob die irgendwie Langeweile haben oder Cheats oder keine Ahnung. Da soll es wohl irgendeine bestimmte Instanz geben, wo man mit einem bestimmten Charakter-Main, ich glaube irgendwas mit Schütze oder so, dass man da, wenn man damit durchgeht, total viele Erfahrungspunkte kriegt. Ich habe mich damit jetzt nicht so beschäftigt, weil ich es ja eigentlich nur aus Just for Fun spiele. Der Hops ist hinterher! Und jetzt warnt er lieber. Eine Schatzkiste. Da muss ich doch mal gerade gucken, wofür das Ding gut ist. Das dürfte dann hierfür sein, ne? Zum schnellen Zaubern.
Aha, okay. Hab ich dich. So, ja, ich bin dran und ihr seid raus. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Da habe ich dann die Viecher schon erledigt und dann gehen wir weiter. Bis dahin sagt Tschüssi, eure Tita Kenshi.